Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den nun endgültigen Atomausstieg von Deutschland. Das Dilemma ist natürlich, ich konnte dieses Video eigentlich gar nicht aufnehmen und ihr könnt es euch eigentlich auch gar nicht angucken, denn schließlich haben wir einen kompletten Blackout in Deutschland. Es gibt ja gar keinen Strom mehr ohne Kernkraftwerke. Okay, ich versuche nicht allzu zynisch zu sein, also das war jetzt, müsst ihr mir mal gönnen, dass ich am Anfang kurz so loslege, aber ich versuche jetzt wirklich fair damit umzugehen und nochmal neutral, nüchtern zu betrachten, welche Rolle Kernkraft für die Energiewirtschaft ganz konkret eigentlich gespielt hat. Wir sind jetzt ja Mitte April so weit, dass wir in Deutschland die letzten drei noch verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz genommen haben. Die werden jetzt über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte hinweg zurückgebaut und stehen jetzt mit jedem Tag auch weniger zur Verfügung. Also man legt sofort los, hier verschiedene Sachen abzubauen. Personalkapazitäten sind vorher schon zum Ende gebracht worden und auch natürlich die ganzen weiteren Ressourcen, die man braucht zum Betrieb, werden nach und nach im Sinne der Lieferketten zurückgefahren. Das heißt, alte Kraftwerke jetzt nochmal plötzlich ans Netz nehmen, ist eigentlich auch ausgeschlossen. Jetzt habt ihr gerade meinen Hund gesehen, die will natürlich auch bei dem Thema mitmachen. Schauen wir mal in die Pressemitteilung vom Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, was ja für das Energiethema auch zuständig ist. Deutschland beendet das Zeitalter der Atomkraft. Mit Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2, die jetzt vom Netz gegangen sind, haben wir jetzt damit keine aktiven, stromproduzierenden Kernkraftwerke mehr in Deutschland. Hier wird endgültig der Leistungsbetrieb eingestellt. Okay, hier ist, sag mal, verschiedene O-Töne und dann am Ende ist vielleicht nochmal ein interessanter Absatz. Die hiesige Nutzung der Atomkraft begann mit dem ersten Atomgesetz 59. Das erste Atomkraftwerk zur Erzeugung von Strom war dann das Versuchsatomkraftwerk Kahl von 1960. Und dann geht es ein bisschen um die Abfälle und wie das jetzt eben so weiter aussieht. Wer sich daran erinnern kann, es ist ja nicht so, dass wir jetzt die letzten Jahre das erste Mal über den Fortbetrieb von Kernkraftwerken gesprochen haben und auch gestritten haben und es auch große, große Demonstrationen und Proteste gab gegen Atomkraft. Denn in den 70er Jahren zum Beispiel war das schon ein riesiges Thema. Man erinnert sich an Atomkraft, nein, danke, diesen Sticker mit der Sonne und eben Atomkraft, nein, danke. Und dann gab es ja nun mal den schrecklichen GAU in Tschernobyl. 86 war das dann, meiner Erinnerung nach. Da lebte ich noch gar nicht. Und dann war es umso klarer, dass wir nicht unbedingt riesige Fans von Kernkraft sind oder es zumindest viele Themen gibt, die man da überdenken muss. Weil ja natürlich auch Tschernobyl nicht der erste große Unfall war, nur der vielleicht bis dato schlimmste. Vorher gab es zum Beispiel Harrisburg in den USA, wo es zumindest nicht so eine riesige Verseuchung praktisch von Grund und Boden gab, sondern eine Auspuffung, an der schlussendlich jetzt nicht so viele Leute unmittelbar gestorben sind, aber sicherlich trotzdem es Auswirkungen gab auf die Gesundheit der unmittelbar umliegend Wohnenden. Und natürlich auch der Unfall in der Anlage Mayak in der Sowjetunion. Das war lange verschwiegen und kam dann erst mit dem Fall der Berliner Mauer und mit dem Untergang der Sowjetunion so richtig wieder zum Vorschein. Aber ja, es gab also schon lange Diskussionen darüber, ob man Kernkraft will. Und dann gab es mal eine rot-grüne Bundesregierung, also SPD-Grüne, damals noch unter dem Altkanzler Schröder, der heute aus ganz anderen Gründen zu Recht in keiner guten Erinnerung ist. Damals gab es den Atomausstieg 1. Ja, also man hat damals schon beschlossen, wir wollen als Deutschland nach und nach aus der Kernkraft aussteigen und natürlich auch aus den Fossilen nach und nach aussteigen, die Erneuerbaren ausbauen. Da kam das EEG und so weiter. Das ist schon lange her. Dann gab es aber ja 16 Jahre einer unionsgeführten Bundesregierung und man hat dann da relativ schnell mal gesagt, 2010 war das meiner Meinung nach, der Atomausstieg 1 wird zurückgenommen. Unter einer schwarz-gelben Bundesregierung, also mit CDU, CSU und FDP, hat man gesagt, nein, wir wollen den Atomausstieg 1 beenden. Wenn ich schon sage Atomausstieg 1, ja, Achtung, Fukushima ist passierte, ganz, ganz schrecklicher weiterer GAU, weiterer Unfall. Und dann entsprechend 2011 hat man gesagt, als schwarz-gelbe konservative Bundesregierung, wir müssen unbedingt aus der Atomkraft aussteigen, also Atomausstieg 2.
Und damals gab es ja sogar ganz klare Aussagen von diesen konservativen großen Persönlichkeiten von heute, dass man unbedingt raus muss. Also ein Markus Söder sagte damals, er würde zurücktreten, wenn nicht hier demnächst ein Atomausstieg beschlossen wird. Und heute ist er einer von denen, der unbedingt Atomkraft geil findet. Naja, komisch. So. Es ist also ein Thema, was vielschichtig ist und was ja natürlich auch mit vielen Emotionen besetzt ist, eben gerade wegen den Unfällen, die es schon gab und wegen der Sorge, dass es weitergeht, weil wir auch immer wieder davon hören, dass es da mal ein Leck gibt und da mal irgendwas schon deformiert ist und da mal irgendwas durchgerostet ist und oh mein Gott. Ja, also es ist nun mal so, dass wir Menschen sind und auch Menschen diese Kraftwerke betreiben und auch gebaut haben und dementsprechend können da Fehler vorkommen. Oder eben auch, dass einfach nicht genügend Geld in die Instandhaltung gesetzt wird. Und da gibt es auch viele gruselige Geschichten darüber, dass zum Beispiel der Brandschutz einfach durch unglaublich alte Anlagen überhaupt nicht gegeben ist in vielen Kraftwerken, auch gerade in Europa. Und dementsprechend muss man das schon mal so betrachten, dass es viele sehr, sehr alte Kernkraftwerke gibt. Ich glaube, das Durchschnittsalter von Kernkraftwerken in Europa ist bei ungefähr 35 Jahren. Das ist halt ganz schön gruselig. Also selbst wenn es nur 30 Jahre sind, das ist halt wirklich dann keine besonders moderne Technik. Und nur in Asien selbst haben wir so ein Durchschnittsalter von 10, 15 Jahren, weil da sehr viele neue Anlagen in China natürlich gerade die letzten Jahre gebaut worden ist, sind. Und dementsprechend ist das ein Streitthema. Hätten wir in Deutschland ganz, ganz moderne Kernkraftwerke, die also vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren mit einem Neubau praktisch erst in Auftrag gegangen sind und jetzt neu wären, dann wäre das was anderes. Ne? Dann hätten wir eventuell so richtig sichere oder möglichst sichere moderne Anlagen, die irgendwie toll sind. Aber in der Realität waren die letzten drei Kernkraftwerke, ne, die wir oben ja lesen konnten, Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim, die waren nun mal älter als ich. Die waren länger in der Stromproduktion am Netz, als ich lebe. Und ich bin kein Teenager. Also die waren auch alle eben ihre 35 Jahre schon am Netz. Und das ist halt ein Problem. Wir gehen mal auf ein paar Daten. Hier bei den Energy Charts haben wir nämlich diese wunderbare Grafik, die ist euch vielleicht auch schon über den Weg gelaufen, mit der Nettostromerzeugung aus Kernenergie in Deutschland am 15.04. Ne? Da müsst ihr hier Blockscharferzeugung wählen und dann nochmal diesen Tagesschalter mit dem aktuellsten Datensatz nehmen. Und dann seht ihr hier eben, ne, 15.04. von 0 Uhr an, ne, dann geht ihr hier in Viertelstundenwerten nach vorne, ne, hier so 800 ungefähr bei Neckarwestheim und Isar und nochmal fast 1000 bei Emsland. Wir gehen, mal ein kleiner Dip runterwärts, aber dann eben erst wirklich in den Abendstunden, so kurz nach 19 Uhr, sehen wir, dass hier so die erste Produktion so ein bisschen runtergeht bei Emsland, ne, im Norden geht es langsam runter und wir sehen dann so langsam sicher auch ab, ja, 22, 23 Uhr, dass alle Kraftwerke so richtig runterfahren. Hier ist dann Emsland sogar schon vom Netz bei Null und rapide sinkt auch die Produktion bei den beiden südlichen Kraftwerken. Bis wir dann hier, ne, bei 23.45 Uhr, bei 0 Uhr wirklich bei 0 Megawatt stehen. Und das ist seitdem auch so der Fall. Wichtig ist dann wirklich, wenn ein Kraftwerk erstmal runtergefahren ist und danach und ja auch die Lieferketten außer Kraft gesetzt sind, mit auch Personal nicht mehr unbedingt länger großartig bestellt ist für den Regelbetrieb, aber eben auch keine Brennelemente mehr kommen und auch die restliche gesamte Infrastruktur jetzt auf Abbau steht, dann ist ein Weiterbetrieb jetzt wie irgendwann wieder, dass man in einem halben Jahr sagt, wir wollen die wieder hochfahren, das ist eigentlich ausgeschlossen. Das geht nicht. Man ist jetzt schon 2 Tage danach, ist man soweit, hier wirklich, wirklich abzubauen. Das wird natürlich noch Jahre und Jahrzehnte dauern, aber dennoch, der Regelbetrieb, der Produktionsbetrieb ist jetzt langsam aber sicher ausgeschlossen. Die Kernkraftwerke sollten ja eigentlich auch schon zum 31.12.22 hier vom Netz gehen. Das war jetzt nur wegen der Energiesicherheitskrise, in der wir uns so ein bisschen befanden, in den letzten Monaten war das halt verschoben worden. Wo stehen diese drei? Na, also man hat auch hier bei Energy Charts diese schöne Standortsgrafik. Ne, kann man hier übrigens hierüber, na, Kraftwerkstandorte kann man da. Achso, ich sehe das gerade nicht. Moment, ich muss scrollen. Hier, Kraftwerkstandorte, da könnt ihr dann da drauf kommen und euch das nochmal anschauen. Dann müsst ihr alle anderen Kraftwerke hier deaktivieren und seht eben, ne, Emsland im Nordwesten von Deutschland. Neckarwestheim überrascht wenig vom Namen her, ist natürlich in Baden-Württemberg und Isar überrascht auch wenig, ist natürlich bei München. So, das sind die letzten drei Kernkraftwerke, die wir noch hatten oder die jetzt praktisch auch vom Netz gegangen sind.
Und naja, was bedeutet das? Hier hatten wir also große zentrale, naja, Großkraftwerke, kann man ja wirklich sagen, die hier also noch bis zuletzt ihre 800 oder 1000 Megawatt geliefert haben. In der alten Welt mit sehr vielen zentralen Großkraftwerken und mittelgroßen Kraftwerken. Ne? In der alten Welt von fossiler und atomstromgetriebener Kraftwerksinfrastruktur war das nun mal der Standard. Und wir hatten vielleicht hier und da Laufwasserkraftwerke und vielleicht auch hier schon mal ein bisschen Bioenergie und sowas, drei Windräder und das war's dann. Dann kam ja irgendwann mit dem EEG um das Jahr 2000 herum der große Start von dezentralen erneuerbaren Anlagen. Jetzt haben wir Millionen Solaranlagen, kleine und noch eine größere, und wir haben tausende Windräder und ganz viele Bioenergieanlagen und Wasser, wie gesagt, und natürlich dann auch viele weiterhin noch fossile Kraftwerke. Diese deutlich dezentralere Struktur und der großer Anteil von Erneuerbaren, nämlich am Ende des Jahres im Saldo mehr als die Hälfte der Stromproduktion ist erneuerbar, sagt dann eben, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt diese großen Kraftwerke als so Grundlast in der, wir sehen uns das gleich mal an, in der Struktur haben wollen, sondern dass wir jetzt eigentlich die sogenannte Residuallast brauchen, nämlich Reststromlieferung, die ein bisschen flexibel ist, je nachdem, was wirklich gebraucht wird. Und da sind diese Großkraftwerke an so zentralen Standorten gar nicht unbedingt das Zielführende. Also für eine wirklich stabile Stromproduktion, für ein stabiles Netz und für einen stabilen Markt mit stabilen Preisen ist eine denkbar regelbare Produktion das Richtige. Na, wir brauchen nicht so viel Strom wie nur möglich. Wir brauchen die richtige Menge Strom im richtigen Zeitpunkt. Und dafür sind so unregelbare große Kraftwerke nicht besonders gut geeignet. Kohlekraftwerke vielleicht am schlimmsten, weil es ein riesiges Feuer da drin natürlich in Brennkammern lodert. Das kann man nur sehr langsam hoch und runter regeln. Dementsprechend nur den Druck auf die Turbinen verringern oder erhöhen. Das ist nur sehr, sehr langfristig möglich. Das macht also keinen Spaß. Sie sind dafür nicht geeignet. Kernkraftwerke, wir haben es ja dann vorhin gesehen, man kann die nach und nach runterfahren, aber das ist halt nicht unbedingt regelbetrieben. Also man kann es nicht da ständig anpassen. Die produzieren halt, was sie produzieren, was ihre Blöcke liefern können. Und dementsprechend sind das auch, ne, diese Großkraftwerke, die wir so nicht unbedingt in der Zukunftswelt gebrauchen können. Und ich sage hier nochmal, hätten wir in Deutschland junge, moderne Kernkraftwerke, die vielleicht an strategisch klugen Stellen stehen würden, oder hätten wir kleine Atomkraftwerke, diese kleineren Anlagen des SMRs, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber wir haben sie nicht. Und wir haben sie eben auch nicht vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gebaut. Und wenn wir jetzt loslegen würden, hätten wir sie auch erst in 10, 15, 20 Jahren. Dann ist es auch zu spät für ein wirklich sinnvoll ausgerichtetes Netz und für einen sinnvoll ausgerichteten Markt. Man muss ganz nüchtern sagen, Atomkraft in Deutschland ist jetzt wirklich vorbei, weil wir haben keine Anlagen, auch nicht mal irgendwas im Bau und irgendwas in Planung, was jetzt irgendwie in absehbarer Zeit da wäre. Es ist zu spät. Man hat das verschlafen. Und wenn man einen Schuldigen dafür suchen will, dann Atomausstieg 2, bitteschön. Ja, also muss man auch mal, wenn man jemanden politisch hier benennen will, dann sind das nicht die Grünen. Die sind jetzt auch erst seit 2 Jahren an der Regierung, an zweiter Stelle, was die Größenverhältnisse angeht in der Partei, im Bundestag. Ne? Also man muss auch ganz klar sagen, der Atomausstieg in Deutschland ist aus einer schwarz-gelben Bundesregierung herausgekommen und da wurde auch nichts weiter angestoßen, moderne Anlagen zu bauen. Jetzt ist es so spät. Tut mir ja leid. Neben dieser Grafik mit den drei Anlagen hätten wir dann hier nochmal Atomkraftwerke in Deutschland bei BMUV, das ist also das Bundesumweltministerium, wo wir nämlich auch die nukleare Sicherheit mit drinstehen haben. Und hier sehen wir es dann eben auch nochmal, ne, mit der Grafik, die hier weiß ausgefüllten, das sind die am 15. April abgeschalteten. Ne? Wir sehen wieder Emsland, Neckarwestheim und Isar. Blau endgültig abgeschaltet, Brokdorf, Krümmel, Grohnde sind also auch die kürzlich abgeschalteten letzten Anlagen und in Stilllegung, ne, diese grün punktierten wie Greifswald, Brunsbüttel, Stade, erinnert man sich dran, die gab es also noch vor ein paar Jahren. Das sind die also auch nach und nach, ne, Grafenrheinfeld, Biebnitz, Philippsburg, die also praktisch mit dem Atomausstieg 2 dann nach und nach stillgelegt worden sind. Und nur diese grau schraffierten sind die jetzt wirklich schon wirklich abgebaut sind. Hier Kahl zum Beispiel, das war das vorhin in dieser Pressemitteilung benannte allererste Versuchsatomkraftwerk.
Was ich nochmal ganz wichtig finde für die Betrachtung aus der energiewirtschaftlichen Sicht, sind auch hier nochmal schöne Grafiken von Energy Charts. Das hier ist das Jahr 2011. Ich habe ja vorhin nochmal benannt, ne? Atomausstieg 2 nach Fukushima. Fukushima war im März. Und deswegen ist es jetzt ja kein völliger Zufall, dass wir hier im März plötzlich von 17 Gigawatt, ne, wir waren nur teilweise über 18, und hier von 17 Gigawatt plötzlich schon mal auf 12 und kurz danach auf 10 und dann nach diversen weiteren, vor allem kurzfristigen Wartungsvorhaben wirklich mal auf 5 Gigawatt runtergegangen sind, weil einfach viele Kernkraftwerke mal schnell vom Netz genommen sind. Hier gab es dann wirklich eine dramatische Entwicklung innerhalb von wenigen Wochen. Und auch da ist der Stromnetz nicht zusammengebrochen, muss man mal ganz klar sagen. Damals gab es jetzt nicht die großen Diskussionen darüber. Und man hat wegen Fukushima das auch einfach gemacht. Dann sind die ersten Kraftwerke nach einer Wartung und Überprüfung wieder ans Netz gegangen. Und wir waren dann hier eben bei diesen ungefähr 10 Gigawatt. Und die 10, 11, 12 Gigawatt sind dann auch über Jahre hinweg in etwa so die Kapazität, die wir am Netz hatten. Deswegen springen wir jetzt nämlich immer nach 2020. Hier sind jetzt mal alle Produktionsarten aufgeführt. Rot ist immer noch hier ganz unten die Atomkraft. Ich muss mal gucken, dass ich nicht mit der Maus drüber fahre, weil dann seht ihr hier immer nicht, was ich meine. Und das ist, frisst auch ganz schön Prozessorlast, obwohl ich hier an einem relativ starken Rechner bin. Wir sehen auch hier, wie gesagt, ne, wir sind bei dieser ungefähr 10. 2020, das läuft ja so schön durch. Auch da gibt es natürlich Schwankungen wegen Wartungsintervallen und was auch immer. Und wir sehen hier eben ansonsten, dass da ein gewisser Anteil an Kohlekraft da ist, ein gewisser Anteil also Kohle ist hier diese braune in der Mitte. Und dann haben wir weiter oben grün Wind und gelb die Spitzen, gerade im Sommer natürlich die Solarenergie. Das ist 2020. Und dann springen wir jetzt ruhig einfach mal ein bisschen, wo ist meine Maus? Wir springen mal. So, jetzt musste ich kurz unterbrechen, weil mein Hund hier gebellt hat. Der gefällt wahrscheinlich Atomkraft auch nicht so gut. Nee, es ist hier 2021 zu sehen, dass wir immer noch eine ähnliche Produktion hier unten rot aus der Kernkraft haben. Kohle natürlich auch immer noch relativ stark ist und grün und gelb, die zentralen Erneuerbaren, Wind und Solar. Naja, nun mal schwankende Anteile haben wir das Jahr hinweg. Natürlich saisonal sind, keine Frage. Und schlussendlich klar zu sagen ist, dass das eben noch kein fertiges neues System ist. Ne? Aber man muss eben auch sagen, wenn man sich die Gesamtproduktion anguckt, ist halt Kernkraft hier unten auch nur ein dezenter Anteil. Und jetzt gehen wir mal weiter in das Jahr 2022. Wir merken uns, wir sind noch ungefähr bei 10 oder 8. Ne? Und jetzt gehen wir runter auf plötzlich deutlich weniger. Was ist passiert? Wir haben hier die ersten weiteren Stilllegungen 2021 gehabt. Da wurden 3 weitere Kernkraftwerke vom Netz genommen. Und eigentlich wäre ja der Plan gewesen, hier dann Ende 2022 die letzten 3 vom Netz zu nehmen. Und kommen jetzt auf tatsächlich hier, das ist jetzt die Sicht bis April, den letzten Absprung. Hier ist es jetzt vorbei. So, was bedeutet das jetzt für uns in der Energiewirtschaft? Wir haben jetzt einmal diese relativ stabile Produktion hier unten, rot, in Zukunft nicht mehr. Ich gehe nur kurz nochmal aufs Vorjahr, damit wir das nochmal ein bisschen plastischer uns anschauen können. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, es geht heute nicht mehr unbedingt um Grundlastkraftwerke, weil wir diese Grundlast so nicht übers Jahr hinweg als dauerhaft stehendes Produktionsband brauchen, sondern wir reden heute von Residuallast, also der Restproduktion, nachdem die Erneuerbaren schon da gewesen sind. Wir sehen ja hier, dass es durchaus schwankende Produktionsmengen gibt, in Grün und Gelb über das Jahr hinweg, bei Wind und bei Solar. Das Ziel ist ja nun mal, dass wir eine derartige Überproduktion aus Wind- und Solarenergie haben, dass wir die in Batterien und andere Speicher wegspeichern können und das dann immer wieder praktisch zurück ins Stromnetz auch einspeisen könnten, wenn die gerade fehlen. Wichtig ist dabei nun mal, das sind wir noch nicht. Auch das ist eben das, was die letzten Jahre versäumt wurde. Ich habe ja vorhin mal angemahnt, es wurden keine neuen Atomkraftwerke gebaut, ja, es wurden aber auch keine Erneuerbaren gebaut. Man hat sich komplett auf Fossile verlassen, was natürlich richtig großer Mist ist. Und wenn man Schuldige dafür sucht, dann ist das nun mal unsere deutsche Gesellschaft der letzten 2 Jahrzehnte. Wir haben da einfach nichts gemacht. Wir haben nichts geschafft, mal ein wirklich funktionierendes, zukunftsfähiges, nachhaltiges System hier aufzubauen. Wir müssen jetzt dringend Unmengen an Erneuerbaren aufbauen, damit wir
die mit den Speichern und der Steuerbarkeit dahinter einsetzen können, um ein fantastisch funktionierendes Stromnetz und einen fantastisch funktionierenden Energiemarkt zu platzieren. Denn nochmal auf die Energiewirtschaft. Die Idee von Grundlastkraftwerken heute wäre ja, dass wir dann besonders viel Strom immer produzieren können. Darum geht es nun mal nicht. Wir müssen bei Strom bedenken, dass er in dem Moment der Erzeugung verbraucht werden muss. Und in dem Moment des Verbrauchs muss er auch erzeugt worden sein. Der fließt nun mal, wird sich blitzschnell durch die Leitung. Ne? Das ist ein Blitz, das ist ein Strom. Der muss, also die Elektronenwanderung muss so gegeben sein, dass immer genau so viel produziert wird, wie auch verbraucht wird, in diesem Moment. Und deswegen betrachten wir in der Energiewirtschaft unsere Stromportfolios immer viertelstundenweise, weil das ungefähr gut handelbar ist, als Zeitblock, den man eben sagt, in dieser einen Viertelstunde habe ich als Energieversorger so und so viele Kunden, die so und so viel verbrauchen, und dann brauche ich entsprechend diese Menge an Kilowattstunden, an Megawattstunden auch in meinem Einkauf. Wenn meine Kunden das jetzt in dieser Viertelstunde ungefähr verbrauchen werden, brauche ich das eben genau in dieser Menge auch in meinem Einkauf. Das ist Bilanzkreisbewirtschaftung, ne? Ein Ausgleich in einer Energiemengenbuchhaltung, könnte man sagen. Na, damit ich auf Null komme. Produktion und Verbrauch gleichen sich aus. Null im Saldo. Wenn ich jetzt besonders viele Grundlastkraftwerke habe, dann produzieren die ja einfach so. Was ist aber, wenn der Verbrauch mal runtergeht? Und der Verbrauch schwankt in Deutschland extrem. Das haben wir auch gar nicht auf dem Schirm bei diesen ganzen Diskussionen. Es ist ja nicht so, dass wir so viel Verbrauch immer nur haben wie nur möglich, sondern der schwankt nun mal. Wenn ich jetzt an meinen Lichtschalter gehe und den ausschalte, dann verbrauche ich weniger. Wenn ich ihn wieder anschalte, verbrauche ich mehr. Das machen wir alle tagtäglich tausende Male mit allen möglichen Geräten. Der Stromverbrauch schwankt extrem. Allein im Haushaltsbereich, aber eben auch die großen industriellen Verbraucher schwanken ständig. Und dementsprechend brauchen wir nicht eine dauerhaft riesige Produktion, wenn der Verbrauch ständig schwankt. Was ist, wenn wir zu viel produzieren? Dann haben wir einen Überschuss. Dann war es auch in der Vergangenheit so, dass wir eigentlich nur ein stabiles Netz hatten, weil wir exportiert haben in Nachbarländer, die es auch nicht unbedingt immer brauchten, oder weil wir dann die Erneuerbaren abgeschaltet haben. Weil die abschaltbar sind, weil die steuerbar sind. Wenn wir so viele Produktionskapazitäten hätten und Speicher, dass wir die einfach auch ständig steuerbar runterschalten können, dann wäre das doch super. Können wir nicht mit den großen Grundlastkraftwerken? Die sind nicht sinnvoll in unserer zukünftigen Welt. Die funktionieren nicht in einem stabilen System von morgen. Die haben dort keine Rolle mehr. Das ist das Dilemma daran. Und deswegen ist das Abschalten dieser letzten Kernkraftwerke hier in der Zukunftsvision gar kein Problem. Wir bräuchten nur dringend jetzt langsam, aber sicher mal diesen enormen Zubau von Erneuerbaren, damit wir hier auch gut über die Runden kommen. Ihr seht ja hier grün Windkraft, jetzt in 2023, dass da einige wirklich riesige Produktionskapazitäten dabei sind, ne, oder Produktionsmengen dabei sind und auch Solar hier, naja, bis April, wo das Wetter auch noch nicht unbedingt gut ist, wo der Sommer noch nicht da ist, eben auch noch ziemlich hinterherhängen. Dass da jetzt natürlich mal was passieren muss, um ja, wirklich in diese Welt von morgen zu gelangen, dass wir Überproduktion dauerhaft schön in irgendwelche Speicher, die auch noch gebaut werden müssen, ablegen können. Das heißt, Stand jetzt, das Abschalten der Kernkraftwerke, das ist überhaupt gar kein Problem für unser gesamtes System, aber eben auch nur, weil wir das jetzt gerade noch mit anderen, teilweise fossilen Kraftwerken abfächern und abfangen müssen und weil wir jetzt langsam aber sicher ja dahin gekommen sind, viele, viele, viele erneuerbare Kapazitäten aufzubauen. Also es passiert ja jetzt wirklich was, ne? Also der Zubau von Erneuerbaren in Deutschland wird jetzt richtig losgehen. Und dadurch können wir das hier problemlos abfangen. Energiewirtschaftlich, mittelfristig ist es ein gutes Zeichen, dass wir diese grundlastfähigen Kraftwerke, diese Großkraftwerke abschalten, weil die eben, wie gesagt, keine Rolle in dieser steuerbaren, aufeinander abgeglichenen Zukunft haben. Haben die keine Rolle? Was ist, wenn wir im Sommer mega viel Solarstrom allein schon haben und dann trotzdem noch Kernkraftwerke laufen? Dann sind die Kernkraftwerke zu viel. Es geht nicht darum, so viel wie nur möglich zu produzieren, sondern genau die richtige Menge. Was ist, wenn richtig viel Wind weht, was wir ständig haben? Dann sind die zu viel und wir können Kernkraftwerke nicht einfach abschalten, sofort, also nicht ständig hoch und runter fahren. Genauso wenig wie große Kohlekraftwerke. Die gehören also weg.
Das ist das Wichtige im Verständnis. Und nein, dann geht die Welt nicht unter. Nein, dann haben wir nicht einen Blackout. Nein, das ist keine dumme ideologische Idee, sondern das ist Energiewirtschaft. Das ist das System von morgen. Muss man ganz nüchtern so sehen. Deswegen haben wir auch diese ganzen Digitalisierungsschritte gerade mit Smart Metern, mit Redispatch, mit steuerbaren Erzeugungsanlagen, § 14a und so weiter. Wir brauchen eine Aufeinanderabstimmung von Erzeugung und Verbrauch und das können wir nicht mit Großkraftwerken machen. Geht einfach nicht. Okay, also begonnen haben wir trotzdem mit der Aussage, hey, das Zeitalter der Atomkraft ist jetzt beendet in Deutschland. Und das ist auch so. Wir haben jetzt die letzten 3 Kernkraftwerke vom Netz genommen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr den Blackout schon bemerkt? Oder findet ihr das als Idee schlecht, von der Atomkraft wegzugehen? Aber was wäre dann die Lösung, die jetzt auch mal langsam, aber sicher schon da wäre? Ein neues Kernkraftwerk zu bauen, dauert Jahrzehnte. Und diese kleinen SMRs, die gibt es nicht in einem kommerziellen Maßstab. Die existieren nicht. Die gibt es also auch nicht jetzt, in den nächsten 3 Jahren oder so. Also, was wäre denn die Lösung? Was habt ihr für Ideen in diesem ganzen Kontext? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.